Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate Abenteuermodus. Wen spielen wir als nächstes? Junge Link, weil ist Zelda Welt hier, ne? Macht Sinn. Gut, haben wir letztens freigeschaltet, ne? Ich hoffe, wir schaffen alles in dieser Welt, in diesem Part. Das wäre richtig dolle. Und ja, wo müssen wir entlang? Wir müssen so darum. Okay. Celebi ist immer noch übrig. 4 Sterne Geist wird vertagt. Wir kommen nicht so dahin. Was komme ich denn so dahin? Ja, wir haben da oben einen weiteren Bereich aufgedeckt in dieser Triforce-Welt und da müssen wir uns auch noch um einige kümmern. Warte mal, hätte ich jetzt hier zurückkommen können oder nicht? Doch, hätte ich. Boah. Harry, du weißt ja doch, sie sollen nicht auf dem Weg leiten. Ja, das ist der Anfang. Gut, gehen wir von hier aus. Teto. Wir haben ja noch ein paar Geisterteams gemacht. Also, weiß nicht, ob ich die einsetzen würde, aber ich werde ein bisschen experimentieren, würde ich sagen. Ah, nein. Tschüss. Einfach weggelassen. Das sah so komisch aus, wie ich einfach nur mit dem Ding losgegangen bin. So, nein, 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 denied. Ah, Chozo-Statue. Ich will mal ein anderes Ding auswählen. Wer ist denn hier mit? Jener startet mit einer Screw-Attack. Ja. Wie habe ich dich wieder nicht getroffen? Diese Art Angriffe. Boom. Das ist auch so ein Ding. Muss ich wieder darin kommt kontern. Ich weiß, du jedes Mal aus, wenn ich abmache. Tschüss. Oh Mann. Ah. Oh, ich mal Schaden dadurch. Oh, flieg doch mal raus jetzt. Boom. Habe ich getroffen damit. Geil. Ich dachte, das hatte ich noch nicht. Kam mir nämlich nicht bekannt vor, Ding. Okay, Säure sehe ich. Ich habe Säure essen. Als erstes gelesen. Drauguan. Sturmwarnung. Boah, ich gehe mal da vorbei. Da. Ja, was soll's. So, macht er als erstes Flammenbits. Ja, die machen das so oft, ne? Bringst du irgendwie gar nicht. Ich habe gehört, du machst Feuer. Was ist das? Oh mein Gott. Oh, jetzt aber da, guck sie an. Die benutzen das sogar, um sich zu retten, andauernd, was ich noch dämlicher finde. Ja, gegnerische Gluraks wissen irgendwie nicht, wie man spielt, habe ich so ein Gefühl. Also, computergesteuerte, die spam irgendwie die ganze Zeit Flammenblitz, habe ich so ein Gefühl. So, da kann ich nicht lang. Urbosa, oh, Starkstromgefahr, der Boden Lebenkämpfer. Okay. Naja. Gar nicht geblockt, aber okay.
Turm. Da will ich auch nicht mehr retten. Boom. Da war einfach sehr gut. Ja, ich glaube, wir kriegen das hier schon in diese Folge, ne? Auch wenn ein paar nervige Kämpfe kommen. Nein, nicht das. Smash auf Zeit. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Mein Gott, nehmen die viel Schaden. Ja, nehmen sehr viel Schaden. Oh, ehrlich, oh, haben die Sprintangriffe oder was? Ja, sieht so aus, Alter. Oh, ja, was? Verarscht, ja, schaffe ich nicht mehr. Natürlich die auch damit verbannen. Ja, flieg irgendwo gegen, gut. So, du mit 260, dich kriege ich auch noch. Mal ehrlich. Sehr gut. Hier ist nicht so schwer auszufliegen. Die werden töten halt sofort über 100%. Irgendwann wird er ja wohl dagegen fliegen, habe ich mir so gedacht. Da unten ist noch ein Kämpfer. Camus. Mega Heilung für Gegner, Dreck. Da kann sein, dass der aus Fire Emblem 2 ist. Echos. Da bin ich mir rein. Taucht erst als maskierter Ritter auf, so. Habe ich mich so gewundert, warum der sich in so einen maskierten Typen verwandelt. Ehrlich? In die Fresse. Seht ihr das? Wie meine Bombe explodiert. Ich dachte, die tut auf Aufprall explodieren. Nein. Boah, da bin ich schon wieder. Okay. Ich wollte schon sagen, kann man überhaupt in der Luft greifen? Ich meine, man kann es ja mit der Kette retten. Dann macht er wieder so einen Kack. Siegesmilch. Da bin ich immer so idiotisch. Die kämpfen wie die absoluten Pros, dann wollen sie sich retten und vermasseln hat. Im Wald ein Schatz und darin ruht der Weg zum Klingenfürst mit dem geheiligten Mal. Im Wald ein Schatz. Haben wir doch schon mal, ne? Haben wir schon mal erledigt. Ein Schatz und darin ruht der Weg zum Klingenfürst mit dem geheiligten Mal. Ach komm, ja. Ja, der hat ja so ein Mal, genau. Der hat ein geiles Schwert. Also ja. Wir sagen uns mehr oder weniger, wie wir Krom falsch halten. Was wir ja schon haben, war Feuerboden. Feuer. Feuer? Nein, nein, da wollte ich nicht. Doch, da wollte ich. Ja,
Kannst du mal aufhören, die blöden Eier auf mich zu werfen? Jetzt echt irgendwie ein Ding jetzt hier noch holen, anderen Geist wieder, ja, jetzt aus, weil er jetzt hier schon wieder so kompliziert macht. Boah, Junge, nein, nicht Kopfstand. Boah. So, ich habe was gegen Feuerboden, jetzt können wir weitermachen. Mein Gott. Sehr gut. Sehr gut. Mag es nicht, gegen Yoshi zu kämpfen. Yoshi sieht immer so aus, hätte er es voll eilig wegen diesem Doppelsprung. Ich denke mir immer so, reg dich doch mal ab, Mann. Oh, Junge, oh, nee. Nein, ja, oh Gott. Bisher läuft es noch halbwegs gut, ne? Also, wenn das hier irgendwie die nächste Runde ist, sag ich mal. Ach, ich komme schon wieder nicht da durch. Und da ist dieses Viech, wenn man dem Dings hier kämpfen musste. Riesenverwandlung, okay. Also, Mama, wir haben auch viele Sachen, die wir werfen können und so. Aber wie soll ich denn dann raushauen in der Superrüstung? Hey, pass auf, Mann, da bin ich drin. Ja, vielleicht tut ja dieser Drache den angreifen. Alter, Junge. Oh Gott, das ist nicht gut. So, sehr gut. Der lebt noch, aber ich habe immer noch mein Ding. Komm her, du willst auf mich loskommen? Ich gehe auf dich los. Ja, gut. Genau deswegen habe ich das geholt. Damit ich das so erledigen kann. Sehr gut, finde ich gut, dass ich zwei Ultra Smashes habe. Dark World. Ich dachte ja von mir, irgendwie ist ja ein Lied jetzt dabei. So, ach, da ist auch noch was. Boah. Natürlich bin ich erst falsch gegangen, ist klar. Boah. Warte. Okay, ich dachte, da wäre wieder Feuerboden. Hört mich an, das erste, was er macht, ist Flammenblitz. Hey. Hey. Du hast die Bombe weggehauen. Muss mal aufhören, meine Projektile die ganze Zeit zu hauen.
Da war nicht so schwierig. Ich dachte, ich das erste, was er macht, ist wieder mit den Flammen jetzt auf mich losgehen, weil das machen die so. So, dann nehmen wir uns, holen wir uns erstmal das Ding hier, ne? Jetzt ein kurzer massenweise Items. Die ist voll hübsch, die Helena. Hübsch ist die. Oh, die hat auch Notfalldings, okay. Oh, ehrlich. Ja, den ersten hast du gekonnt, aber nicht den zweiten. Den dritten. Tschüss. So einfach jetzt, wenn man so viele Dings hier hat. So viele Wissens... Lernjuwelen. Gaben. Was weiß ich. Gaben heißen, glaube ich. Abenteuergaben. Und dann holen wir uns erstmal hier alles und dann Fatih Sturmwarnung. Ach. Starte mit einer Erzkeule. Na warte, dagegen machen wir doch was. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird richtig nervig, deswegen machen wir wohl der Schild von Fox, glaube ich, ein bisschen schneller. Gut, er wird ja bestimmt sofort jetzt hier Dings einsetzen, ne? Seine Erzkeule. Boom. Warte mal, kann ich da auch zurückwerfen, ne? Boom. Ich kann immer noch kontern, ja. So, noch eine Ladung, komm. Aber das Ding noch nicht weg, damit kann man doch einen noch hauen. Also nur noch raushauen mit Fox, was nicht so einfach ist für mich. Ich habe gleich meine. Ich glaube, der Wind war richtig gegen den in diese Level. Oh mein Gott. So, dann holen wir uns wieder junger Link. Und dann machen wir Ganondorf, nehme ich mal an, fertig. Will er meinen hier 41. Giftresistenz, Würfe. Verringert Schaden durch Gift. Metallschreck, Smash-Vergifter. Und tun wir unsere Würfe noch ein bisschen hochballern. Und die ganz kleinen Sachen erstmal alle holen. Je mehr Sachen, desto besser, ne? Ganondorf. Ich habe irgendwas Blaues hier vorbereitet. Heilungsschild und Autoheilung. Ja, warte, wir würden gegen Links kämpfen. Gegen, Alter, nimmt er wenig Schaden. Meine Griffe sind jetzt stärker, pass auf. Alter. Die laufen nie in die Minen rein, nie. So wie dazu. Macht das Spiel doch extra, ey. Die Bombe war noch so lange in der Luft, ey. Wie hat Hähnchen gegessen? Tschüss. Ja, jetzt bist du dran. Ah, Dreck. So, jetzt bist du dran.
Wirklich habe ich voll Probleme mit dieser Ding zu treffen. Ich habe Gefühl. Gönnendorf kämpft nun mit. 10. Am Anfang habe ich mir gedacht, wie soll man denn alle lernen, alle Abenteuergaben bekommen? Aber jetzt so langsam wird doch sehr viel einfacher, glaube ich, weil so viele Gegner übrig sind. Aber wir haben das Triforce zusammengesetzt. Und das Boss. Die Illusion wurde gelöst, der Dämonenkönig. Des Dämonenkönigs Schloss erscheint. Okay. Wir sind ja aber noch nicht fertig. Wir müssen wahrscheinlich jetzt gegen Ganon kämpfen. Diese Bestienform von denen, aber dürfte nicht so schwer sein. Ich weiß nicht. So schwer finde ich diesen Boss nicht. Erklären dem Vater weiter, um wahre Prüfungen zu finden. Oh Gott. Deine Ultra Smash ist plötzlich bereit. Aber kannst du sie doppelt einsetzen? Das werde ich jetzt jedes Mal sagen. Da sind wir aber doch schon so 2-3 Parts hier am Rumhängen in dieser Welt. War ein bisschen doof eingesetzt von dir, Kollege. Mal ehrlich. Natürlich setzt du jetzt ein, ist klar. Also ich dachte, meine wäre bereit. Ha! Oh, ich dachte, ich war ausgewichen. Oh, Junge! Oh, was? Schon wieder. Weil er bringt irgendwie nichts. Es ist, als würde es einen normalen Angriff einsetzen. Schon fast. Oh, komm her. Oder ist jetzt echt wegen dem Ding da runter? Oh, bleib hier. So, jetzt bist du dran. Ich krieg das echt nicht hin mit dieser Ultimate. So, ich glaube, ich erst mit der zweiten. Das darf doch nicht wahr sein. Tschüss. Mega Mewtwo Y. Der Mega Mewtwo Y kommt überall vor, ne? Mega Mewtwo X kommt nirgendwo vor. Habe ich so für in der Ultimate von Mewtwo. Also früher ein Smash 4 war, glaube ich, ne? Hatte sich auch ein Mega Mewtwo Y verwandelt, ich habe da gar nicht beobachtet. Oh, Mecha Fiora. Das wird doof. Oh, das hatten wir doch schon mal. Nein. Habe ich doch voll Probleme. Ja, das ist in dieser Level. Obwohl der hat irgendwie nichts gemacht, ne? Ja, Corin ist hier nervige. Nur von der Helfer Trophäe. Wollte sich verarschen hier. Okay, wieso haben die immer Priorität bei diesen Angriffen? Ich verstehe nicht. Das ist immer, wenn ich irgendwie runtergedonnert komme. Ja, mit welchem Charakter? Hi, Viridi. Du bist die Beste. Wesentlich sehr geile Musik.
Es passt nur auf, bis meine das gibt's jetzt einfach nicht. Oh, ich dachte, wäre Corin Dreck. So, nur du, komm her. Okay. Tschüss. Nein. Hat den gesehen. Tschüss. Nein. Oh Gott, das wird nicht gut. Essen. Aber sieht gut aus. Nein. Aber wir sind wieder hier. Ist, glaube ich, besser zu kämpfen. Oh, und jetzt hat sie ihre Ultimate und ich bin tot, ne? Pass auf. Nein. Tschüss. Nein. Frag doch mal. Ja. Gut. Ah. Boah. Okay, ich will eigentlich nur den Boss hier erledigen, aber geht wohl noch nicht, ne? Beim nächsten Part. Akira. Ja. Da gibt's mehr Schranke für Gegner. Und Ausdauer-Smash, Dreck. Oh, ehrlich? Das war nicht gerade fair. Oh, danke. Ja, der Kämpfer wollte immer alles so fair haben. Ah. Ich habe den 10 KP abgezogen. Willst du mich verarschen? Ah. Hey, der kann blocken. Willst du mich verarschen? Junge, was ist das denn? Alter. Okay, der ist. Hey, das ist voll unfair. Nicht klar, ey. Na, oh, ehrlich. Okay. Oh, ja. Nein, der macht ausgerechnet jetzt seinen blöden Dings, ey. Ah, krieg ich nicht hin. Nee. Warum ist denn der so schnell? Ich dachte, hier ist starke Schwerkraft. Gott. Wenn ich da noch halbwegs gut anstelle, dann kriege ich das vielleicht noch. Na. Komm. Jetzt macht er seine. Oh Gott, ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Wo habe ich diesen Schadensschild? Ich verpiss dich. Müsste ich. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Wer ist jetzt noch? Komm.
Komm, hör auf. Komm. Nein. Komm her. Sehr gut. Oh. Schuss. Oh Gott, das war Heft Akira. Oh, das Virtual Fighter. Virtual, Virtual, ne? Virtual. Virtuell, keine Ahnung. Was haben wir das nur zu sagen? 44. Ah, okay. Darauf komme ich nächstes Mal zurück. Ja. Komm her. Bowser Junior. Wie echt gar keinen Schaden bekommen, ey. Da bin ich mir halt nur ein. Da habe ich doch hier voll viele Lernjuwelen und also was. Will eigentlich graben, aber okay. Da kommt dem der Ding. Willst es doch? Sie hat doch. Wenn die jedes Mal stärker, die werden echt jedes Mal stärker. Ein Donut. Das ist ein, nennt man das, Gelee gefüllter Donut. Ich habe ja wisst, vom Wort ist. Ist nicht. Auf damit. Nein. Nein. Boah, wäre es jetzt gewesen, ey. Boah, geh weg. Was ist das? Oh. So, du frisst meine Ultimate. Ich sag gegen diesen Robo Cooper hier ein. Sehr geil. Oh, jetzt wird deine Abkürzung geschoben. Geil, wäre ich mal hier zuerst hingegangen. Ne? So, mit der Uhrzeit machen wir im nächsten Part. 44. Alles klar. Giftresistent, Feuerbodenresistenz. Verringert Schaden durch Feuerboden. Das ist natürlich doof. Smash Ladeschutz, kann ich noch irgendwas hier lernen? Schlag Items. Notfall Angriff hoch. Ich glaube, diese beiden Dinger sind auf Dauer ein bisschen besser, ne? Kann ich mal sehen. Ich will mal das ganze Ding sehen, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Habe ich 50 Kämpfer gerettet? Ich weiß nicht. 49, Dreck. Ich habe ja trotzdem irgendwann. Nö, okay. Sagen, das war's für diese Folge. Ich bleibe mich als Zuschauer und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Hinterlasst ein Abo und Like und einen Kommentar. Und so. Ciao.